Wie sieht's denn aus? Was sagen dann die Friends? Kommt da was durch? Wird da was ausgelassen? Seid mir gegrüßt alle miteinander. Ist denn noch überhaupt jemand da? Na? Kriegen wir was hin? Ist da was? Ja, hallo! Ja! Ja, servus! Funktioniert, ist doch der Knaller. Also, ich muss sagen, in unserem Drittweltland hier geht immerhin eine Sache, auf die kann man sich verlassen, eine Route halt aus der Wand reißen, irgendwo drauf schmettern, die Reste wieder zusammenkehren und neu starten. Irgendwann geht's. Meistens aber erst, wenn man alles auf dem Ding resettet, alles neu einstellt, ein neues WLAN erstellt und sich damit dann verbindet. Und dann ist er wieder da. Ich würde fast sagen, das ist zuverlässige, ausfallsichere Technik, die wir da haben. Aber grüßt euch. Servus. Alles ist super. Guckt mal, wir haben Minecraft am Start. Ich bin ganz aufgeregt. Jetzt muss ich mal schauen. Wie kriegen wir das denn hier hin? Ich würde gerne das Minecraft noch ein Stück schmaler machen. So, mich stört das, dass es über den Chat drüber geht. So, und jetzt geht es. Jetzt ist die Frage. Habt ihr was von der Musik schon gehört? Ich bin ja noch gespannt, ob wir das richtig eingerichtet haben. Also nicht wir, die Mods, sondern wir, ich, wie ich halt so bin. Ob das passt, dass hier ein bisschen die Minecraft-Pling-Plong-Musik auch mitkommt. Ja, Musik hören wir sehr gut. Gut. Und dann müssen wir auch noch gucken, wie laut es ist. Also ob es euch zu laut ist oder zu leise, das kann ich jederzeit anpassen, gell? Wisst ihr da? Und zu hören. Sehr gut, sehr gut. So, gucken wir mal. Also, mir wurde gesagt, da ist jetzt ein Server, da kann ich drauf. Und das ist die Nacht, das ist im Sumpf. Ich fange bei Null an und alle schießen auf mich. Also, so. Mal gucken. Wir gucken da einfach mal rein. Mal schauen, was passiert, gell? Steff ist auch dabei. Also passt es schon. Welt, seid mir gegrüßt. Ich fühle mich... Oh, es ist Tag. Oh, die Monster sind weg. Ah, fasse Glück. Aber da stehen sie noch. Ich sehe es genau. Also, da sind wir. Du hast einen Arox. Sehr hervorragend. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und wir sind im Sumpf. Ah, Hilfe. Ein Creeper. Und er hat mich entdeckt. Flüchte vom Creeper. Ein Enderman gleich hinterher. Ah. Geh weg, du hässliches Vieh. Wir müssen mal... Hilfe! Wir müssen mal ein bisschen abhauen, oder? Oh, guck mal. Hier übrigens, also nur mal... hier, danke fürs Abo, P1.org. Kuss aufs Auge, genau. Mal unter uns, musste das jetzt sein, oder was? Ich wollte mir gerade die Lautstärke an meinem Headset verändern. Warte mal, ich muss mal hier kurz... Ich höre nämlich die Musik viel zu laut. So, warte mal. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich kenne diese Version überhaupt nicht. Was sind das denn? Habe ich da eben komische Viecher im Wasser gesehen? Also die Tintenfische kenne ich. Die da. Die sahen aber früher auch anders aus. Und, oh, was ist denn da hinten? Da sind Kühe, ich muss zu den Kühen. Und ich muss mir das mal angucken, das sieht hier unten aber auch so anders aus. Ich muss das mal ein bisschen entdecken. Also meine Version, die ich das letzte Mal gespielt habe, also mit Verstand und Bedacht so ein bisschen, war so 2015. Da hatte ich einen Rechner im Laden stehen und wenn keine Kunden da waren und ich war gerade zu faul für Buchhaltung oder so, dann habe ich... Minecraft gespielt im Laden. Das ist jetzt nicht mehr so möglich. Und deswegen haben wir gedacht, müssen wir mal gucken, was hier so geht. Glück auf, servus. Ja. Und jetzt muss ich mal schauen. Hier soll es ja ganz neue Abenteuer geben, ganz neue Viecher gibt es. Ich sehe hier überhaupt schon ganz, ganz komische Sachen, die aufpoppen, die ich nicht kannte. Aber wir müssen mal schauen, was wir hier machen. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt aber immer noch hier Samen, die man einsammeln kann. So, ich muss hier mal ein bisschen Futter herstellen. Und ich brauche ein bisschen Kühe haben wir ja da, die können wir gleich abmurksen, das ist ja kein Problem.
Und wie sieht es mit der Sonne aus? Es ist schon irgendwie der halbe Tag auf der Brücke, während ich vor Creepern geflüchtet bin. So, ich hätte ja eigentlich gern so eine kleine Höhle, wo ich vielleicht mal einfach so drin, so eine, wo ich gleich irgendwie ein bisschen Stein sehe zumindest. Vielleicht auch so ein bisschen Kohle und vielleicht so ein bisschen Eisen. Also ich meine, ich frage auch nur für einen Freund. Was, 189, beste Version? Sind wir nicht erst bei 116? Ich muss das mir ja alles mal erst wieder angucken. Ich mochte eigentlich immer so kleine Höhlen. Ich finde es ja schon fancy, dass ich ohne zu drücken Treppen laufen kann. Das finde ich völlig abgefahren, dass das geht. Das sind für mich schon moderne Welten. Das hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich das mal erlebe. Okay, also irgendwie so richtig. Ah, guck mal hier, da liegt ein bisschen Zombie-Fleisch rum. Ich würde sagen, wir buddeln jetzt einfach mal, oder? Ich meine aber mal, wir sind ja komplett schmerzfrei. Da kennen wir doch nichts, oder? Und basteln uns hier mal was. Ich möchte auf jeden Fall eine Schaufel haben, habe ich gerade festgestellt. Und ich möchte eine kleine Picke haben. Und dann legen wir mal los, oder? Guten Abend. Guten Abend. Wir müssen hier mal ein bisschen Unfug treiben, glaube ich. Wo gehe ich mal hin und buddel? Neben dem Baum, da ist Wasser, das gefällt mir nicht. Wir buddeln jetzt einfach mal hier los. Hui! Wir müssen hier mal gucken, wo wir hier mal irgendwo hinkommen. Oder ob hier mal überhaupt irgendwas passiert. Ich hätte natürlich gerne so eine Startkohle gehabt, da hätte ich mich schon drüber gefreut. Das Mikrofon des Helden ist leise. Kann das sein? Ist es nicht eigentlich auf meiner Standardlautstärke, die wir schon alle kennen und lieben, seit Ewigkeiten? Aber es ist natürlich möglich und wenn ihr sagt, das ist so, dann werde ich mich darum kümmern, dass ich euch ein bisschen lauter stelle. Also ich mich für euch ein bisschen lauter stelle. So ganz echt mit einer Holzaxt kann man nichts machen. So, ich bin leiser als sonst, sehr gut, und drehe es hier ein bisschen hoch. Das ist überhaupt kein Problem. Wo ist denn hier noch? Ah, warte mal, hier Gain können wir auch noch ein bisschen hochdrehen hier. Wir kriegen mich schon laut. So. Und weiter geht's. Hört ihr denn das Moon der Kühe und das Kloppen hier am Stein und so? Das sind auch die wichtigen Sachen. Denn ohne so ein beruhigendes Klopfen hat der ganze Tag überhaupt keine Struktur. So, jetzt habe ich natürlich nur Angst, dass da unten irgendwelche Viecher entstehen. Aber jetzt mal ohne Faxen, ich habe doch nichts übersehen, oder? Hier hinten ist mal gar nichts mit Höhle. Hier ist mal der volle Sumpf. Ich hätte ja schon gerne irgendwas Nettes gehabt. Ja. Da müssen wir halt, müssen wir hier hinten klarkommen. Im Dunkeln. Ha! Das ist der Sumpf vom Shrek. Das sieht auch genauso aus. Jetzt aber mal ohne Faxen. Wie soll denn der kleine Onkel hier irgendwas erkennen? Ah, da höre ich sie schon. Die Zombies. Sehr gut. Wo seid ihr denn? Zombie muss hier in der Höhle sein. Und in der Höhle gibt es auch Kohle. Und ich höre Lava. Das wäre doch optimal. Ja, Zombie, wo bist du denn? Ich finde es ja schade, dass man das überhaupt nicht, dass man das überhaupt nicht zuordnen kann, von welcher Seite die kommen, dass das nicht irgendwie so per Stereo kommt. Oder kriege ich das nur nicht hin und ihr schafft es eigentlich? Aber mal eine gute Sache, sind wir hier irgendwo Video-Settings? Wo haben wir denn hier? Brightness Bright? Nö, ich bin auf Maximum bei der Helligkeit. Ich höre doch hier einen einwandfreien Zombie. Dann sind da Pfeile, von wo das kommt. Wirklich. Das gibt's.
Ist ja die Knalle. Nur mal hier reinbohren. Ich höre ja auch das Blubbern. Da würde ich ja auch gerne hin. Da ist aber auch nichts. Jetzt sind die auch wieder so leise. Ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Vielleicht muss ich mal eine Kuh schlachten zwischendurch. Mal ganz ehrlich. Ja, ja, komm. Du Kuh, gib endlich auf. Danke. Wir müssen ja was zu Futter mitnehmen, weil wenn ich da runtergehe und es wird Nacht und dann kommen die Zombies, ganz ehrlich, muss ich auch mal zwischendurch was essen. Ich glaube, sonst werde ich es nicht. Und das hier nervt mich hier oben, wenn ich hier runtergehe, dass ich da oben immer den Kopf mehr anhaue. Das ist nicht entspannt. Und ich möchte hier unten jetzt bitte... Das kommt von hier. Kann doch gar nicht sein. Von wo kommt ihr? So ein Sumpf ist aber auch echt eine unschöne Angelegenheit, muss ich sagen. Ah! Was haben wir da? So, da seid ihr auf jeden Fall. Ich muss ja mal gucken, wer ist denn da dazu gekommen? Lucifer ist dabei! Das ist schön. Sag mal, Hoodie, können wir eigentlich einstellen, dass ich die Nachrichten vom wunderbaren Bot auch sehe im Chat, der auf dem Bildschirm läuft? Weil dann würde mir das nicht durch die Lappen gehen. Das fände ich ja praktisch. Also ich muss sagen, so ganz ohne Kohle finde ich es doch ein bisschen doof. Und so ganz ohne Monster finde ich es auch doof. Den Kuss aufs Auge-Bot, der immer kommt. Die Hero, die Schweizer sind auch schon wieder da. Ich sehe es doch genau. Ui, da kommt der Hype Train. Der Schatz kommt dazu. Mit einem schönen, was haben wir da? Ein Rip? Ein wunderbarer Rest in Peace, traumhafter Grabstein. Sag mal, ich komme euch Viechern doch immer näher. Jetzt höre ich sogar schon hier die, wie heißt die Kerlchen? Really Extreme? Tausende. Ha! Och Gott, hat das lang gedauert. Aber jetzt haben wir es doch entdeckt. Jetzt kann es doch gar nicht mehr schief gehen. So, So. Und was ist denn jetzt hier so bei euch hier los? Ich finde, es gibt ja kaum was Blöderes als ein Zombie. So, jetzt machen wir da mal zu, dann nerven die mich auch nicht mehr. Und, obwohl ich hätte eigentlich, wäre ich schlau gewesen, hätte ich mein, ach Gott, ich baue einen neuen, was soll das, ich habe keine Lust, wieder umzugehen. Und ich will nicht in einen Hinterhalt geraten, weg damit. Hätte ich mir doch hier meinen kleinen Crafting Table mitgenommen. Und den packen wir jetzt hier. Hui. Und wir picken fröhlich in der Gegend herum. So, da haben wir noch einen Ehrenmann. Ich sehe es genau. Really Extreme hier. Jetzt sehe ich ja gerade mal kurz rüber. Und Fab, was haben wir da? Fabflow ist auch dabei. Really Extreme, das ist aber außerordentlich nett von dir. Einmal wieder querbeet. Ja, hier, Hoodie, sorry, das ist mir eben gerade nur so eingefallen, weil ich bei Minecraft vor allem jetzt, wenn ich mich am Anfang ein bisschen orientiere, ja so ein bisschen wild durch die Gegend gucke und dann sehe ich nicht, was nebendran passiert und dann fallen mir so tolle Sachen wie Really Extreme hier zum Beispiel nicht auf. Glücklicherweise sagt es der wunderbare Bot, gibt die Info dazu, aber ich freue mich ja, wenn ich es auch sehe. Na, da seid ihr ja, ihr doofen Teilchen. Komm, damit sie irgendwie mal ein bisschen
bisschen besser vorangeht. Wo seid ihr hin? Da seid ihr ja. So, dann haben wir den doch schon mal beiseite geschafft. Ha! Kohle! Ich sehe es genau. So, hier oben ist auch überhaupt nichts mehr. So, kommen wir da irgendwie hin, ohne dass uns irgendwie alles umbringt? Möglicherweise. Was haben wir denn hier? Was war das denn? Ha! Da höre ich doch eine Spinne. Achso, halt mal, das kriege ich ja hier doch. Und jetzt habe ich auch was Neues gesehen, da war ich total aufgeregt, dass es das jetzt gibt. Dass ich mir die hier so in die Hand geben kann. Und jetzt kann ich, während ich rumlaufe, Licht setzen. Ich finde es total aufregend. Ha! Voll gut. So, und dann könnte ich auch nochmal hier oben zumachen, damit mir hier aus dem Hinterhalt nichts lauert. So, ha, sehr schön. Ach, wie nett. Was macht ihr da? Fossil finden? Du hast ein Skelett gefunden. Wat. Das hier? Wie? Was habe ich gefunden? Das sind Rippen. Was hier los ist? Aber, wo ist denn das jetzt? Die weißen Blöcke. Bone Block, okay. Ja, es klingt doch wie Gerippe, da habt ihr recht. Und was macht man damit? Ich dachte, Grippe wäre jetzt irgendwas, dass man da ein Stück wirklich sehen würde, so weißt du, so in so einem Block. Das sind sehr selten, die Fossilien, die kann ich im Bone Meat craften. Okay, abgefahren, was es alles gibt. Ich sage euch, das ist dieses Zeug, dieses Neumodische, damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich bin überhaupt erstmal froh, dass ich hier ein paar Kohleblöcke gefunden habe, damit ich möglicherweise auch gleich mal mein Fleisch braten kann, damit es mir ein bisschen mehr den Hunger stillt. Denn der dürfte ja auch gleich hier mal verstärkt einsetzen. Soll ich die dann also alle mitnehmen, die Dinger? Meint ihr? Sag, wie viel gibt's denn davon? Ihr seid sicher, dass das selten ist, das Zeug? Ich habe irgendwie das Gefühl, das liegt hier einfach nur rum und nervt mich. Nicht, aber es ist nett, sie zu haben, meint ihr? Und dann kann man irgendwie so einen weird Flex machen. Ja, ich habe 370 Bone-Blöcke. Also ich finde es... Na, da geht die Party. Sehe ich doch gleich. Schießen die sich da gegenseitig über den Haufen? Finde ich gut. So, grüßt euch alle zusammen. Ich gehe nochmal... Gehe ich jetzt nochmal zu meinem Ding? Würde ich eigentlich schon gerne. Würde ich sagen. Zu meinem kleinen Kollegen hier. Der haben wir schon mal. Das Kolosseum, das geleakt wurde? Nee. Davon, ach, das war der Ofen, hat noch funktioniert. Sehr gut. Nö, davon weiß ich nichts. Was kann das? Was macht das? Von wem? Welcher Hersteller?
und ich habe einen Level 5 Hype Train hier. Tschu. Ach, um Pflanzen manchmal. Also ich. Halt, Moment. Ich kann aus dem Zeug. Das ist das. Ja, Astreine. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Das finde ich sogar ganz großartig. Ja. Abgefahren. Ja, nee, das mag ich ja, weil ich pflanze dann draußen Zeug und dann freue ich mich ja, wenn was wächst. Und vor allem, ich möchte dann ein Haus haben und dann möchte ich davor einen Baum, dann möchte ich, dass das schnell wächst. Und dann ist so ein bisschen Knochenmehl da drauf streuen natürlich eine schöne Sache, gar keine Frage. Ich hätte jetzt vor allem gerne noch ein bisschen Eisen, deswegen bin ich jetzt eigentlich hauptsächlich noch hier unten, glaube ich. Danach will ich eh wieder nach oben gehen, aber ein bisschen Eisen fände ich wäre eine coole Sache. Ich finde es gut, dass wir jetzt schon mal ein bisschen Kohle haben. Kohle macht mich immer glücklich. Und mich nervt das, dass das hier alles so uneben ist. Und mal gucken wir mal. Ach, das ist aber ein hässliches Kerlchen. Ich hätte hier noch gern ein bisschen mehr Licht. Man soll nie über sich was abbauen. Da kann... Die können die bösesten Sachen runterfallen. Da ist noch mehr von dem Knochenmehl. Das kann doch nicht selten sein, das Zeug. Freunde, das liegt hier überall rum. Ich wäre viel mehr an Eisen interessiert als an einem komischen Zeug. Architektur 9000 Teile Kolosseum. Okay, das ist abgefahren. So, das Film. Ich fülle ja gerne eigentlich Strukturen auf, die ich abgebaut habe, muss ich sagen. Habe ich da eben ein Huhn gehört? Ja, Really Extreme, du bist ja der lebende Hype Train, würde ich sagen. Der wandelnde. Allein. Ah, läuft unter Ideas, die Architektur. Okay. Muss man mal gucken, was das kann. Ich bin jetzt mal gespannt. Bisher diese. Ah! Ihr schießt ja auf mich. Das finde ich nicht in Ordnung. So, ich bin jetzt mal überlegen, was machen wir denn da Lustiges jetzt? Wie kriegen wir zum NES ganz entspannt? Ganz entspannt, haben wir ja noch Zeit. Ja, passiert ja nichts. 9035 zwischen 600 und 700 UVP. Okay, natürlich, wenn sie das cool machen, gute Nacht wünsche ich. Wenn sie das cool bauen, ich meine, da kann ja schon irgendwie ein Erlebnis dahinter sein. Jetzt lass mal überlegen, das sieht ja nach einer größeren, das ist ja fast hier wie entweder eine riesige Höhle oder fast ja wie hießen diese Dinger, so ein Canyon. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Steinschwert den richtigen Move mache, wenn ich da rausgehe. Ganz ehrlich, ich glaube, da überlebe ich keine halbe Sekunde. Ich hätte aber gerne immer noch Eisen, wenn ich schon mal hier unten bin. Und ich würde ja auch gerne einen Eimer Lava mitnehmen. Hätte ich auch schon Bock drauf. Könnt ihr nicht ein bisschen Eisen für mich rumlegen? Weil man ein bisschen... ich bin ja mehr so der einfach so Rumbuddler. Das ist ja eigentlich das, was ich am liebsten mache. Ich würde sagen, diese 16 Fackeln, die ich noch habe... Dort war Eisen. What? Wo war Eisen? Dort war Eisen. Was? Weil es rund ist? Schönen guten Abend. Bei dem Zombie. Ja, natürlich bei dem Zombie. Da hinten, draußen, unten. Da unten ist Eisen. Das habe ich gesehen. Das war jetzt ja nur mein Punkt. Wenn ich aber jetzt da rausgehe, bin ich mir relativ sicher. Ich habe dann Eisen in der Hand und bin dann hinüber. Und dann hat es sich erledigt. Ja,
mit meinem Steinschwert in der Hand und noch ohne Eisenrüstung und überhaupt nichts. Ich bin ja Kanonenfutter für die. Aber warte mal, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich will jetzt mal hier nebenan. Ich will da zumindest mal reinschnuppern. Was haben die denn da so? Wenn das so ein... Ah, warte mal, habe ich jetzt alle Sticks? Natürlich. Natürlich habe ich das gemacht, weil ich so ein schlaues Kerlchen bin. Okay. Oh. Ist das jetzt dein Ernst oder was? Habe ich das echt so weit? Warum habe ich das denn zweifach zugemacht? Weil ich Depp bin, oder? Es muss irgendwas damit zu tun haben, dass ich ein Depp bin. So. Also, dann lass den mal hochwandern. Achso, währenddessen könnte ich eigentlich hier unten auch ein bisschen Licht machen. Dann sieht es ja gleich viel netter aus für alle. So, und dann holen wir uns doch hier oben erst noch mal ein bisschen Holz. Genug haben wir hier oben ja auf jeden Fall. Und dann machen wir mal weiter. Ja, mit der Hand den Stein zerkloppen, das ist oldschool, das muss so sein. Aber wenn man auch so doof ist wie ich und seine letzten Stöcke für Sticks ausgibt, damit man mehr Fackeln hat, weil ich so gerne Fackeln habe, ja, dann musst du auch damit rechnen, dass du halt doof bist und so Zeug machst. Ist aber auch okay, damit komme ich wunderbar durch. So, jetzt gucken wir doch mal, was wir hier noch draußen machen. Sobald ich Eisen habe, bin ich unten erstmal eine ganze Zeit lang nicht gesehen, weil ich dann hier oben blödes Zeug treiben kann. Zum Beispiel eine großartige Rinderfarm anlegen. Ich hoffe, es waren nicht nur zwei Rinder und ich habe eins gekillt. Ich hoffe, da kommt noch ein zweites bei rum. Und wenn das dann der Fall ist, können wir super Rinder züchten. Da habe ich jetzt schon Lust drauf. Das wird Weltklasse. So, wir haben auf jeden Fall wieder ein paar Sticks. Und damit machen wir uns wieder... Hier sag mal, hat es eigentlich irgendeine Art von Sinn in irgendeiner Welt, dass es mittlerweile 5000 verschiedene Steine gibt? Warum eigentlich? Das braucht doch kein Mensch. Oder sehe das nur ich so und ich bin wieder die unbedeutende Einzelmeinung. Ich kann mir da nicht helfen, aber es gab doch nicht so viele Steinsorten früher, oder? Jetzt mal unter uns. Was sollte ich... Was? Rechts gekriegt? 100% des Schadens. Das ist aber eine ganze Menge. So, und... Blank. Mal überall ein bisschen Licht machen, gell? Kann ja nicht schaden. Kommen nicht so viele elende Viecher hinterher. Aber ich finde das großartig mit den Fackeln, dass man die sich hier so reinlegen kann. Ich finde das sensationell. So, ihr meint, ich soll hier mal so ein bisschen... Mit den Doofen hier. Ach, die kommt. Oh. Ihr seid aber zu viel. Und irgendwie seid ihr stärker als ich, habe ich das Gefühl. Baba, seid ihr hässlich. Hihi, das ist doch der Kleine, oder? Sollte ich mal vielleicht erstmal ein bisschen wieder das... Ist auch so hässlich. Ganz ehrlich, das sind ein bisschen zu viele für mich für den Einzelkampf mit einem Steinschwert. Ja, ich weiß, wenn ich zu viel klicke, wird es dann unschön, aber da will ich nicht hin. Freunde, ich will da nicht hin. Spontan dazu entschieden, hier mache ich zu.
Und ich buddel lieber vorne an meiner Ecke weiter, weil bisher konnte ich ohne Probleme überall, wo ich gebuddelt habe, irgendwann auf alles stoßen, was ich haben wollte, solange ich nur genug Kohle dabei habe für meine Stöckchen. Und ich werde hier garantiert auf meine Eisen stoßen und wahrscheinlich zwischendurch noch auf tausende Kohlenvorkommen und wunderbarste, was weiß ich, unten irgendwelche Redstone und die lustigen Lapis-Dinger und vielleicht einen kleinen Emerald, den ich für nichts gebrauchen kann. Und ich werde dabei happy sein und sogar überleben. Und dann holen wir uns später ein paar bessere Ausrüstungen und dann können wir Zombies töten. Und dann können wir ein bisschen buddeln. Und das Schöne ist, während ich hier so buddel, kann ich mich nämlich auch entspannt unterhalten. Das war jetzt nicht der Plan. Ha! Vielleicht war es doch der Plan. Brains und so. Danke, Jungs. Langt mir schon. Tschö und so. So. Und jetzt kann ich mir ein Eimerchen holen. Ich baue alles zu, damit mir da kein Viech im Zweifelsfall hinterherlaufen will. Ich mag das, wenn es zu ist. Eigentlich mag ich auch Sachen, wenn ich was abgebaut habe, dass ich es auffülle mit normalem Zeug. Also in einer normalen Welt hätte ich hier diese Ecken zugemacht. Ich mag die nicht, wenn es so wirr aussieht. Ich habe das gern sauber und ordentlich. Und habe auch gerne eine große Welt unten. Aber jetzt freue ich mich erstmal, wenn ich überhaupt mal irgendwas kriege, um irgendwas bauen zu können. Vor allem möchte ich eine Metallpicke haben. Also eine Eisenpicke. Und nicht mit diesem doofen Steinzeug arbeiten müssen. Das gefällt mir nicht. Und wenn ich das habe, kann man wilde Dinge machen. Ja, das ist ansonsten nicht ordentlich. Ja, das braucht seine Ordnung. Dann gefällt mir das. So, was haben wir da noch? Juchheiße, wir können blödes Zeug bauen. Und Sticks haben wir auf jeden Fall genug. Hups. Und wir können fröhlich minen. Wollen wir uns da jetzt unten nochmal durchschlagen? Im Zweifelsfall, oder? Ah. Ein bisschen mehr Eisen noch mal. Der kann doch gar nicht zu mir, oder? Sehe ich das richtig? Keine Chance. Sehr gut. Da will ich überhaupt nicht hin. Ha! Da will ich hin. Also wenn mich zwei Creeper schon zur Begrüßung angucken, muss ich sagen, dann ist das nicht meine Gegend. Ja. Ich baue hier meinen Weg weiter. Dum, dum, dum. Hier ist es mit diesem Schild irgendwie wichtig, habe ich das Gefühl, gell? Du musst aber überlegen. Ich bin ein trotziger Mensch. Wenn ich viele Ausrufezeichen sehe, mache ich es erst recht nicht. Oh. Ja, das ist jetzt die... Ich wollte eigentlich die... Ich bin ja sonst immer runtergewandert bis ganz unten und dann sucht man sich ja Diamanten, weil schließlich das ist es ja, worauf man eigentlich aus ist bei der ganzen Geschichte. Und im Endeffekt ist es ja ein langes Vorspiel dafür, dass man sich dann viele Bücher baut, dass man Rinderfarmen anlegt,
damit man dann seine Verzauberungstischlein bauen kann. Man braucht ein bisschen Obsidian und dann levelt man sich hoch mit so einem netten kleinen, was kann man sich da aufbauen? Diese üblichen Sachen, wo man halt die Zombies immer runterkickt, damit die irgendwie dann so gut wie tot sind, dass man sie nur noch so leicht berühren muss und man kann die XP sich holen, damit man sich dann hochleveln kann und alles verzaubern kann. Das ist im Endeffekt ja das, was man erreichen möchte. Und ich möchte ja eigentlich das alles nur haben, damit ich Weltklasse Ausrüstung kriege, damit ich dann weniger Last habe, um das ganze, die ganzen Rohstoffe abzubauen, damit ich ein nettes Haus mir bauen kann. Und im Endeffekt ist das alles, was ich will von so einem Spiel. Und das kriegen wir doch hin, oder? Ich bin guter Ding. Ah, richtig. Ja, Rinderfarmen sind auch maximaler Inzest. Das stimmt ja wohl. Haust irgendwie zwei Rinder rein, im Endeffekt eine Herde von 1000, ja? Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Aber dann fragst du in irgendwelchen Bergdörfern und die machen das genauso und die leben ja auch noch alle. Also was soll's. Ach komm, wir können nochmal hier ein bisschen die Steinpicke noch kaputt machen. So langsam sieht es... Was ist das hier für ein Block? Der sieht doch anders aus. Wo war das? F3? Sieht man das da nicht? Konnte man nicht früher sehen, was das für ein Block ist? Stand das nicht mal irgendwo? Ah, doch, das haben wir da in Minecraft. Ah, Andesit. Okay, und was ist da unten? Okay, ah, alles klar. Wo sind wir jetzt? 7 sind wir doch schon unten, gell? Ja. Sehr gut. Und ich fülle gerne auf. Ich bin da ein bisschen bescheuert, ich weiß. So, und das ist doch circa meine Arbeitshöhe, oder? 7, wir können theoretisch noch wieder ein bisschen hochgehen, wenn wir wollen. Wollen wir noch ein bisschen hochgehen wieder? Komm, wir gehen wieder ein bisschen hoch. Wo sind wir jetzt? 9. 9 ist eine schöne Sache. Ah! Spitzenklasse. Und ich freue mich immer noch, ich werde mich noch oft drüber freuen. Es ist das erste Mal, dass ich spiele, dass ich die Fackeln setzen kann, während ich arbeite. Ich finde das vollkommen aufregend. Also über sowas kann ich mich freuen. Und ja, genau, also das ist doch, die Diamantenhöhe ist doch, 9 ist der Boden und auf 11 picke ich doch, oder? War das so? War das 9 unten, dann 10 und ich picke jetzt auf 11? Ja? Also so habe ich mir das immer zurecht gebastelt. Wenn ihr meint, ich picke jetzt auf 9 und sollte noch 2 hoch, sagt mir gerne Bescheid. Dann werde ich das natürlich schlagartig unternehmen. Und jetzt sind wir hier ganz gemütlich unterwegs. Ich habe zwar kaum mehr was zu essen und ich würde gerne oben eigentlich eine schöne Farm aufbauen. Aber jetzt, wo wir gerade hier unten sind und sind nicht gestresst und ich habe noch wunderbar 9-mal Rotten Flash dabei, was mich ja 0,0 ernähren wird. Die Lavaseen sind auf 10. Das heißt, ihr meint, ich sollte 2 weiter oben buddeln, ja? Wisst ihr was? Dann mache ich das doch mal. Ne? Da geht es ja immer weiter. Ich kann Kohle nicht liegen lassen. Was ich mich am Anfang immer freue. Ha! Geht direkt weiter. Fast. Naja. Hui. So, warte mal, dann gehen wir doch mal auf 2 hoch. Mal? 2 hoch? Wir müssen es ja zumachen, sonst fühle ich mich nicht wohl, ihr kennt mich doch. So. Schon sind wir auf 11. Gut. 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 Und schon buddel ich wieder nach unten. Ist doch eine komische Welt. Mir ist es ja eigentlich immer zu gefährlich dafür, dass hier irgendwie aus der Seite irgendein komisches Zeug rauskommen könnte und mir auf den Kopf fällt oder all irgendwelche solche komischen Sachen mit mir macht. Ha! Redstone ist ein gutes Zeichen.
Sagt man das immer noch? Ich habe mir das ja auch immer eingebildet, dass ich mir gedacht habe, ja klar, wenn ich in der Nähe von was weiß ich was bin, dann ist da häufiger, sind da häufiger Diamanten als was weiß ich, wenn ich. Oder es war doch irgendwann mal auch, wenn man in der Nähe von Erde ist, war das nicht auch mal irgend so ein Punkt? Dass man gemeint hat, in der Nähe von Erde gibt es dann da unten Diamanten oder so? Ich weiß es nicht. Ach, ich habe früher viel Minecraft gespielt, also was ist viel? Wie gesagt, im Laden, wenn ich irgendwie gerade nichts zu tun hatte, dann gab es Minecraft. Und ich hatte immer sehr viel Spaß dabei, also habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht, oder? Und deswegen sitzen wir hier mal. Also meine lieben Mods haben einen kleinen Server angelegt, damit ich hier so ein bisschen rumklöppeln kann. Vielleicht kommen ja auch die Mods dann einmal vorbei. Wahrscheinlich erschrecken sie mich ganz schrecklich, während ich hier fröhlich am Basteln bin und auf einmal kloppt mich irgendwas auf die Schulter. Aber naja, wir werden mal gucken, was da so passiert. Ein Bauprojekt in Minecraft. Warte mal, lass mich raten, ich habe nicht das Ding mitgenommen, gell? Nö, natürlich nicht. Soll ich das dann hier nochmal neu bauen? Ah, das. Obwohl, ich glaube, so weit bin ich noch gar nicht. Und ich könnte immer nach hinten um die. Die bauen mich zu, gell? Ich glaube, die lachen da irgendwo über mich. Ich bin mir relativ sicher. Das Problem ist, ich denke, ich klopfe schon eine Ewigkeit und im Endeffekt ist da vorne schon das Ende, ja? Weil das irgendwie mit so einer Eisenhacke halt einfach 100 Jahre dauert. Unglaublich. Unglaublich, ich sag's euch. Oh, guck mal, da glitzert was rot. Ach, ich freue mich immer, wenn was glitzert. Bin leicht zu begeistern, was soll man sagen? Gut zugebaut wieder, oder? Das, was man eben wieder aufgemacht hat, ist immer schön. Mit den Händen was aufgebaut, mit den Hintern umgekippt, das ist doch der Klassiker. So, aber gleich habe ich ja die Hacke sowieso niedergearbeitet, dann muss ich ja eh nach hinten wandern. Oh, schlecht. Ja. Komm, geh mir nicht auf den Keks. Servus! Bin ich ja noch vorbei? Ha! So ein hilfreicher Gedanke. Sehr schön. Firma dankt. Ich will nicht über mir was wegmachen. Ich habe immer Angst. Eigentlich vor Lava. Wasser stört mich ja nicht wirklich, weil das, mein Gott, das kriegen wir schon hin. Aber Lava finde ich so von schräg oben immer ein bisschen doof. So. Gute. Ja, man sagt es, aber ich sage sehr gerne Servus. Das, so, und das war das Ende der Hacke, würde ich sagen. Das war das Ende der Hacke. Und dann lass doch mal. Und da höre ich auch schon ein Spinnchen. Was wollen wir hier? Donnerbold, 4 Monate. Sensationell. Hier war die große Höhle. Hier muss man, glaube ich, immer noch mal ein bisschen Acht geben. Hier könnten ja irgendwelche Viecher kommen. Das sind ja auch doofe Zombies. Sowas würde ich eigentlich im Normalfall auch zutackern. Was ist das jetzt hier? Das finde ich aber mittel. Warum brennt mein. Darf ich den. Ach so, weil ein Funken rübergeflogen ist. Spezialisten könnten eigentlich natürlich auch das kleine arme Ding irgendwo anders hin tun, wo es nicht direkt abfackelt. Und jetzt baue ich mir erstmal eine Spitzhacke wieder. Und ich habe nur noch ein Eisen. Ah, oh, klasse. Brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Da, guck mal. Da ist eine rübergekrochen in meinen Gang. Deswegen nagel ich die immer zu.
Was wollen wir machen? Die hier. Und dann ist es. Frodo, danke dir fürs Abo. Peanut, selbstverständlich auch. Schön, dass ihr da seid. Ganz geniale Aktion, sehe ich aber genauso. So, was haben wir da unten für einen Feind jetzt? Soll ich das mal zunageln da unten? Ich glaube schon. Ich glaube, ich nagel das hier mal zu. Aber es ist ja schon lustig, wenn ich später ein bisschen besser ausgerüstet bin, kann ich da schräg rüberlatschen. Ich habe nur Angst, dass irgendwann mal mir ein Creeper doch mal irgendwie schlecht gesonnen ist und mich sich dann rumdreht und mir hier unten irgendwie hinterherläuft und ich dann arm dran bin. Und das wollen wir ja nicht. Aber hier könnte ich noch einen lustigen Ofen bauen und auch hier nochmal hinstellen. Das brauche ich aber nicht. Eine Truhe könnte ich aber mal haben, um den ganzen Schabernack loszuwerden. Und dann haben wir das, gell? Genau. Ich möchte jetzt eigentlich auch langsam unter die Landwirte gehen. Wir haben jetzt genug Eisen. Diamanten finden wir später voller Fröhlichkeit. Aber mittlerweile, das Essen geht ein bisschen zur Neige. Ich finde, wir sollten jetzt mal farmen, oder? Wir farmen mal ein klein wenig. Müssen mal gucken, oder besser gesagt, ich würde es davon abhängig machen, was wir gerade haben. Aber es ist gerade Tag. Ich finde, wir sollten hochgehen. Das kann ich unten ja noch ein bisschen weitermachen. Das stört ja keinen. 28 hat noch zu tun. Wir gehen mal hoch und nehmen das kleine Ding hier mit. Formen vielleicht noch vorher irgendwas Nettes, zum Beispiel eine Axt. Ich finde, eine Axt ist immer was Gutes. Und ist ja Axt im Haus, erspart den Zimmermann oder so, gell? Also eine Kuh haben wir immerhin noch. Ist doch schon mal... Da arbeitet doch noch einer mit. Ich sehe es genau. Da muss doch einer mitarbeiten. Da ist eine Kuh eingefangen. Und da steht ein Crafting Table. Irgendwo hier treibt sich jemand rum, der Dinge tut. Ich sehe es genau. Und ich finde, wir könnten doch hier ein kleines Weizenfeld anlegen. Was war das nochmal? Wasser in die Mitte und dann 444 drumherum, oder? 444 drumherum, war das nicht so? Ich glaube schon. Heps. Und wir können doch jetzt auch ein Backend basteln. Spitzenklasse. Und bevor ich es vergesse, weil ich das unbedingt haben wollte. Weg. Ich möchte ein richtiges Schwert haben. Ja, man kann da auch eine Wooden nehmen, aber die geht mir zu oft kaputt, das geht mir auf den Keks. Und ich möchte hier Gemüse anpflanzen. Ich habe zwar erst 9, aber die 9... Da, guck mal, es hat schon angefangen. Ich bin sehr zufrieden. Also ich mache mir auch später eine Diamanten Geschichte hier. Ja, also das ist keine Frage. Also da kommen wir auf jeden Fall hin. Und dann wird hier gleich wild angelockt mit ein bisschen Weizen und so. Ach, das wird super. Und gibt es hier eigentlich, hat es hier irgendwo ein Schaf? Haben wir vorhin ein Schaf mal gesehen? War das mal dabei? Seid gegrüßt, der Gorilla ist da. Der Gorilla ist da. Ich möchte mit dem Eimer vor allem immer Wasser dorthin schöpfen können, wo ich möchte. Und ich möchte mit dem kleinen Eimerchen, das ist ja auch so ein Ding, das Graszeug wegkriegen. Und kann damit ja dann halt irgendwie immer so einen kleinen Strom machen und der mir hoffentlich ein paar von den Dingern anschwemmt. Und mal ein bisschen. Oh, wir können Knochenmehl drüber streuen. Sicher, ich habe doch so sinnlos viel. Das war doch der Plan. Richtig. Ha! Was kann ich machen? Diamanten. Okay, besser als die Diamanten. Besser als Diamanten.
dass sowas überhaupt gibt, finde ich abgefahren. Besser als Diamanten. Hui, hui. Ah, ich bin ja sehr glücklich mit dem kleinen Knochenmehl, muss ich sagen. Wie hübsch das wächst. Sehr hübsch. Sah das schon immer so aus? Ich hatte aber auch irgendeinen Ressourcenpack drauf, das weiß ich noch. Das war irgendein, Gott, wie hieß denn das Ding? Ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall außerordentlich hübsch. Und ich habe immer sehr viel Spaß dran gehabt. Und ich spiele ja, glaube ich, momentan ziemlich mit der Vanilla-Ausstattung, wenn mich nicht alles täuscht. Und das sieht natürlich alles anders aus, als ich es gewohnt bin, sagen wir es mal so. Aber das macht ja nichts. Meine grundsätzliche Idee des Rumlaufens und irgendein Blödsinn treibens kann ich hier voll ausleben. Auf jeden Fall. Und zwar mir natürlich klar, dass ihr ganz, ganz viele Tipps für mich habt, weil ich ja hier seit Ewigkeiten nicht mehr dabei war. Aber ich will noch mal ein bisschen erforschen. Es ist gerade hell, ich freue mich gerade drüber. Wenn es dunkel wird, müssen wir ja wieder runter in die Kammer. Und bis dahin kann ich hier noch ein bisschen rumlaufen. Da ist die Kuh, die schnappen wir uns gleich mit dem Weizen. Hier aber jetzt mal ohne Faxen, ist es doch ein bisschen eintönig hier, oder die Ecke? Es ist nur ein Sumpf, ein ziemlich kleiner, den könnten wir eigentlich komplett beleuchten, wenn mir das nicht scheint mir das. Dann gibt es ja keine Viecher mehr und dann können wir hier leben bis ans Ende unserer Tage. Und das war's denn. Ja, ich weiß, dass ich schneller laufen kann, aber dann bin ich auch extrem schnell hungrig. Und ich hätte gerne ein bisschen Pling-Plöng-Musik, aber die ist aus irgendeinem Grund aus und ich verstehe gar nicht warum. Warum ist eigentlich die Pling-Plöng-Musik aus? Zumindest höre ich keine. Ich weiß ja nicht, ob ihr welche hört, aber... Nein, Sir, keine Musik zu hören. Aber ich habe doch Musik. Die Blöcke höre ich ja. Ich habe immer vor, auf Disconnect zu gehen. Das ist irgendwie nicht gut. So, also eine Nacht gehen wir jetzt nochmal nach unten buddeln. Und danach, warte mal, ich habe noch... Ja gut, die zwei. Mein Gott, bringen wir sie noch an, was als. Tut nicht weh, packen wir dazu. Also ich finde das Fleckchen hier, nicht falsch verstehen, ich finde das Fleckchen hier sehr schön. Wir können uns ja, wir bauen uns halt einfach alles, was wir brauchen. Das Einzige, was wir haben, ist nicht so die harte Abwechslung, was die Baumsorten angeht. Da müssten wir mal kurz expandieren. Aber wo ist denn hier eigentlich der getreue Helfer, der hier so brav unten gebaut hat? So, und Crafting Table habe ich mitgenommen. Habe ich genug Holz dabei? Ja, ich habe genug Kohle dabei. Den Rest werde ich finden. Ich habe genug Eisen dabei, wenn ich hier zu meinem Ofen gehe. Und dann habe ich auch genug Kohle dabei. Sehr gut. Und dann können wir mal in die Vollen hauen. Tap, tap, tap. Hui! Und es geht runter. Und so muss natürlich eine Treppe hochgebaut werden, ist ja auch klar. So, und dann wieder zwei hoch und der Gang ist da. Aber theoretisch muss ich mal sagen, bevor wir den Gang entlang gehen, können wir doch auch hier gleich schauen. Hier unten, also eigentlich habe ich hier immer irgendwie so ein lustiges Lager am Anfang gemacht, wo dann auch der Ofen steht und der ganze Käse halt irgendwie da ist, mit dem man alles machen kann, was man möchte. Sollte ich das nicht vielleicht diesmal auch wieder so machen? Und dann kann man auch hier am Anfang irgendwie eine Truhe hinstellen. Wir sind doch eh hier zu niedrig. Und ich muss mal diese 23 Mistviecher von Zeug loswerden, von dem ich keine Ahnung habe, was es überhaupt ist. Und... Da kommt mal kurz ein Crafting Table rein. Denn, wo ist meine? Habe ich die komplett leer verbraucht? Verblüffend. Obwohl, den Wassereimer habe ich gerne dabei, falls irgendwie doch nochmal Lava kommt. Ja, das haben wir gelegt. Was? Ein Regler für Musik ist auf aus? 100% on. Der läuft.
So, und der Plan war noch eins hoch, oder? Ich bin jetzt immer noch auf Level 10, genau. Wir wollen noch eins weiter hoch. Das kriegen wir auch noch hin. Ich will das hier mal ein bisschen schön machen. Ich habe doch meine kleinen Themen, wie alles auszusehen hat, sonst bin ich nicht happy. Und so ein bisschen, wie nennen die das? Obsessive? Compulsive? Disorder. Sowas, oder? Das, so nennt man das Ding, genau. So, packen wir hier noch eine hin. Und jetzt ist der auf der richtigen Höhe. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen Platz. Dann kann hier auch noch mal ein Ofen hin. Stein haben wir tatsächlich genug. Öfchen dazu. Compulsive Disorder, genau. Das ist es doch. Du hast Musik. Der Gorilla hat Musik. Da ist doch irgendwas falsch gelaufen. Ich werde mal wieder ohne Pling-Plöng werde ich gelassen. Das ist doch total gemein. Das verstehe ich nicht. Warte mal. Ich bezweifle, dass der Held, der maximal 2 für ein Handy ausgibt, genau einen PC besitzt, der RTX unterstützt. Wenn ich doch wüsste, was RTX ist, könnte ich es beantworten. Aber ich bin auch beim PC, würde ich nie High-End kaufen. Das definitiv nicht. Mehr als 200 Euro kosten Rechner, aber ja, bei Pling Plong ist wichtig. Das ist, obwohl hier mit Geld für Techniker, ich versuche momentan Video draußen zu drehen. Ich habe ein Mikro für 700 Euro, an einem echt auch teuren Camcorder dran und es funktioniert nicht. Und da könnte ich, das ist nämlich das, weswegen ich mich ärgere, wenn man für Veranstaltungstechnik saumäßig viel Geld ausgeben muss, weil es keine Konkurrenz gibt, weil es kein Privatmarkt ist eigentlich, nur B2B, kein B2C. Und dann können die nehmen, was sie wollen, ja, und dann läuft es halt nicht, ist denen auch egal. Oder man muss sich sehr gut mit der Materie auskennen, um es einstellen zu können, dass es dann funktioniert. Und so für jemanden wie mich, der das nebenher macht, warte mal, drei Abstand. Klappt das dann nicht? Dann könnte ich mich aufregen. RTX ein Grafiker. Ja, also. Ich weiß nicht, ich möchte den Flight Simulator 2020 spielen und ich habe keine Ahnung, ob das mit meinem Setup hier funktioniert. Und da muss ich mal gucken, ob man da ein bisschen. Jetzt kommt Musik bei mir! Was haben wir gemacht? Keiner weiß es. Ja, also jetzt ist Blink. Ach, das ist doch mal hier die Ecke. Hier will ich hin. Da ist Kohle, da ist Eisen. Hier bin ich happy. Endlich Musik. Jetzt kann ich entspannen. Jetzt sitzen wir hier und kloppen ein bisschen Ressourcen runter. Gucken, dass wir nicht verhungern gleich. Ach, das ist doch super. Kohle ohne Ende ist da. Oh, dann kann ich mir diesen ganzen Mist hier loswerden. Kann man das irgendwie, ist das auch so, wenn man das irgendwie polished dann benutzt, dass es dann cool aussieht, das Zeug oder so? Ist da irgendwas zu machen? Kann man damit dann coolere Tempel bauen oder so? Oder ist es einfach so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, dass sie gesagt haben, okay, uns fällt nichts ein, ja gut, dann kloppen wir halt irgendwie 73 neue Steinsorten noch dazu oder so. Aber es ist, Free Gorilla! Müssen wir Gorilla befreien? Hat er sich irgendwo eingebuddelt? Kann ja gar nicht sein. Der Gorilla ist doch garantiert Minecraft-kundiger als so ein kleiner Held. Ja. Und da brauchen wir doch mal ein paar von. Nee, die will ich ja haben, die sind ja die hässlichen. Ging das noch so? Ah! Das ist ja spannend. Dass das noch geht, hätte ich nicht gedacht. Spectator Mode. Du guckst jetzt nur noch zu, was ich mache.
Ja, es sind aber super Pro-Tricks. Also da müsst ihr schon, also das lernt man nicht so nebenher. Das ist dann schon ein Trick, wo man richtig volljährig sein muss. Ja! Was, Gorilla hat das Glück gepachtet? Kampf der Mods? Was macht ihr für Dinge? Ich krieg doch nichts mit. Ich bin doch hier komplett schon. Warte mal, sind Raytracing-fähige Grafikchips schon hier? Beleuchtung in Echtzeit berechnen? Abgefahren! So, aber jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt muss ich doch mal hier irgendwie versuchen, nach oben zu kommen. Ich würde hier gern übers Wasser kommen. Tropft es auch durch Stein durch oder nur durch Erde? Nur durch Erde, oder? Also hier sind wir auf jeden Fall richtig. Und okay. So, soweit in Ordnung. Weiß ich noch, wo ich herkomme? Ja, das weiß ich noch. Oh, zweimal hintereinander gestorben, ey. Was haben wir dir? Ist es Health Epala oder ist es Held Hepala? Ich weiß es nicht. Aber Ehrenmann auf jeden Fall, vielen Dank. Ja, das mit dem Sterben am Anfang ist turbonervig und ihr wisst ja, ich war ja eigentlich auch so gut wie hinüber. Und ich bin sehr froh, dass es irgendwie noch geklappt hat. Aber der nette Gorilla kann auch einfach zu mir hier runter in den Gang kommen. Hier ist hier optimal gearbeitet. Hier passt der Held auf ihn auf. Kann gar nicht schief gehen. So, ich würde jetzt gerne mal. Da war das Wasser. Okay. Ich glaube, mir hat vorhin auch einer mal ein oder zweimal gesagt, ich soll ein Schild bauen. Das muss ich auch noch machen. Ich habe ja 25 von den Dingen und ich habe das Gefühl, hier wartet irgendein Kampf auf mich. Also da unten sehe ich nette Sachen. Okay. Das gucken wir uns auch nochmal in Ruhe an. Aber nicht, möglicherweise nicht mit dem absoluten, mit dem Turbohunger. Ich bin in der digitalen Steine. Hattest du schon mal Diamanten? Ja, heute hier noch nicht. Bisher gab es hier noch keine Diamanten. Ich gehe mal wieder nach oben. Gorilla, wo bist du? Was ist eigentlich das für ein Unfug? Jetzt mal unter uns. Das hab doch ich gemacht, garantiert. Ist eine doofe Spinne.
Also wenn mich nicht alles täuscht. Hoodie! Hui! Ich habe mir ihn aber irgendwie ganz anders vorgestellt. Ich kann mir nicht helfen. Und das ist aber Gorillas-Geraffel, oder? Würde ich mal sagen. Gorillas-Zeug? Gorillas-Zeug. Und nö, wir haben keinen Sprachchat. Wir sind hier komplett schweigend unterwegs. Ich gehe jetzt aber hier mal... Oh, da haben wir die zweite... Ich sag mal, hast du getrunken, du Kerl? Was ist denn mit dir los? Ach, jetzt weiß ich auch, was ich machen wollte. Ich wollte doch halt, da geht die Tour auf. Ich wollte doch das Ding machen hier. Schild. Schild, 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 Schild. Schild 7, was, wie, warte mal halt, hier, kann ich das nicht hier drin suchen? Und, da. Das ist ein Schild? Ernsthaft? Aus Holz? Oder kann ich das komplett aus Zeug bauen? Gibt es das auch nochmal in cool? Moinsen! Ich hatte noch nie. Also das ist es, ja? Also ich brauche es nur einmal, aber... Okay. Und gebe ich ihm das so in die Hand? Und somit blocke ich dann und dann wird gekämpft und hier geblockt. Mit rechts, ja? Ah! Geblockt, geschlagen, geblockt, geschlagen. Und es bringt ja auch nur einmal zu schlagen, bis das Ding wieder aufgeladen hat, hat es keinen Sinn nochmal zu drücken, oder? Weil man nicht volle Schlagstärke bekommt, oder? Stimmt es? Ah, okay. Hier, ich komme da langsam wieder rein, ja, ganz langsam. Ja, das ist alles, ziemlich technisch, müsst ihr wissen. So, warte mal, hier ist... Ich muss auch mal überlegen, ist das schon reif? Nö, gell? Das geht noch eins höher. Bei meinem Ding sah das so richtig Gold aus. Ja. Das Spiel in der Vanilla-Variante, wie es hier ist, ist schon eher was für Liebhaber, würde ich sagen. Ja. So, hier, ich muss das aber gerade mal mit dem Knochenmehl mal ein bisschen ausprobieren. Was man hier noch so machen kann. Ich muss mal die verschiedenen Stufen von dem Zeug mehr angucken. Also das ist ja gerade frisch gepflanzt. Jetzt ist es die zweite Stufe. Dritte Stufe? Nee, das ist doch jetzt schon die vierte. Ja, das überspringt ja auch gerne mal eine Stufe. Die sind doch jetzt schon reif. Die sind reif, ja, ja. Bist du auch? Du auch? So, jetzt muss man mal gucken, hat das gestimmt? Ja. Also das ist der Reifzustand. Alles klar, gut. Also wir kommen hier zurecht. Ich sag's euch, ich finde mich hier, ich bin langsam, ich brauche für alles sehr lang, aber irgendwann komme ich zum Ziel. Versprochen und so weiter. So, und machen wir doch hier mal ein bisschen weiter. Ha! Da läuft einer rum. Als hätte er nichts Besseres zu tun. Findet ihr nicht auch, dass es total super ist, zwei erwachsene Männern beim Gärtnern zuzugucken? Ich finde es total gut. Hui. Voll super. Und ich bin total happy jetzt, dass ihr mir gesagt habt, dass ich dieses Zeug hier abbauen soll. Ich kriege einwandfrei Knochenmehl. Ich bin total happy. Und damit es nicht so aussieht, als würde ich das alles für mich behalten, können wir doch auch mal hier die Kiste ein bisschen auffüllen.
Wollen wir hier unten nicht auch mal ungefähr 7000 Cobblestone starten, falls mal einer sich eine kleine Hütte bauen möchte? Für sich und seine Familie oder ein bisschen Eisen braucht oder so? Das können wir nochmal hier so ein bisschen ordnen. Muss ja alles ein bisschen aufräumen hier, ne? Ist doch wichtig. 5 Weizen ist doch gar nichts. Man braucht doch 3 Weizen für ein Brot. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich doch aber. Was war denn das? Das klang irgendwie nach einer Explosion, oder? Oder geht es nur mir so? Spitzenklasse, wir haben mal ein bisschen Brot am Start. Was hat der? Der hat über 1000 Folgen Minecraft nur Erde geklaut. Kriegen wir den. Ach, ich finde das schön. Da steht er mit einem Stück Zeug hier. Ja, ist gleich Weizen in der Hand. Oh, der Regen ist aber stark. Also wenn ich mich hier mal so ein bisschen orientiert habe, dass ich nicht mehr rumlaufe wie der letzte Ochse hier, dann wird das richtig gut, ich sag's euch. Und hier ist mal ein bisschen was angepflanzt, würde ich auch mal meinen. Alles klar. Und hier neben kommt jetzt auch noch eine. Ich habe alle Cobblestone weggemacht. Nee, aber ich möchte da noch einen Ofen daneben packen. Ich baue gerne Ofen und so. Das merkt ihr ja mittlerweile, glaube ich. Da man da so tolle praktische Sachen machen kann, wie zum Beispiel auch mal sein Eisen schmelzen. Und ich hätte gerne noch einen zweiten Baum. Eine zweite Baumart. Creeper? Creeper? Wer sagt Creeper? Sagt nicht aus Spaß Creeper. Da bekomme ich gar nicht klar. So. Ja, meine Tastatur, die mechanische, ist tatsächlich lauter als. Ach, hier ist es, die Viecher hochgegangen. Ah, okay, ja. Oh, stimmt, das geht jetzt mit Holzkohle, gell? Ja, das ist richtig. Also Schafe habe ich aber auch noch nicht gesehen. Wir müssen uns also auch mal Schafe holen. Ich sehe das doch. Das Mikro ist aber mittlerweile auf einer anderen Oberfläche nochmal untergebracht. Also es sollte eigentlich ein bisschen isoliert sein. Jetzt wird es hier wieder dunkel, das heißt, der Thomas geht eigentlich gleich wieder in den Untertagebau. Ich habe eigentlich nur die ganze Zeit doch noch gehofft auf. Auf irgendein Schaf oder irgendein nettes Holz oder irgendwas anderes Nettes. Ach, die Musik wieder. Es wird sofort besser, wenn Musik kommt. So, und hier unten wechseln wir natürlich. Achso, ich habe jetzt auch was zu essen, ja. Jetzt kann ich auch sprinten. Was machen wir jetzt eigentlich hiermit? Habe ich mir ja schon irgendwas Schlaues überlegt. Ich würde vor allem gerne noch ein bisschen hier. Ja, warum eigentlich nicht mit Gravel? Warum eigentlich nicht mit Gravel? Das macht es doch für mich sehr überschaubar hier alles. Ich werde nicht mal diesen doofen Gravel los. Das ist ja mit das dämlichste Zeug. Ich weiß, es hat seinen Sinn. Aha. So wollt ihr das spielen.
Ja, in Häuschen kommt auch. Dazu aber erstmal der Plan. Wahrscheinlich irgendein Schaf oder irgendwas zu finden, damit irgendwie die Gesamtidee rund ums Übernachten ein bisschen angenehmer wird. Und immer wenn Nacht ist, komme ich halt hier runter und klöppel ein bisschen auf Steinen rum. Ich meine, es ist doch auch ist doch eine ehrenhafte Tätigkeit. Und dann passt du schon. Und ich finde hier gerade schon wieder Kohle. Und wenn ich Kohle finde, wisst ihr doch, dann ist die ganze Welt für mich in Ordnung. Nicht über mir abbauen, Kalle noch eins. Wo ist darüber gleich Wasser? Hier hinter ist Wasser, oder? Ist zumindest jetzt mein Gedanke aktuell. Was macht denn der Gorilla so? Erzählt mal. Das sind bestimmt tolle Abenteuer und ich krieg nichts mit. Ah. Wie weit hoch willst du eigentlich gehen, du komische Quelle? Ein bisschen des Goldes nehmen wir doch auch mit. Also ich habe ja gerne mit verschiedenen Holzsorten gebaut. Oder wir müssen halt ein Steinhaus bauen und dann gibt es einfach nur irgendeinen schnöden. Erschreckt mich doch nicht so. Stell mal vor, man fällt in so ein. Ich gucke mir immer mal irgendwas so an über irgendwelche Höhlentaucher oder so und ich denke mir, Freunde, ihr seid die abgefahrensten überhaupt. Ich würde nirgendwo reintauchen in dieser Art. Aber auch wirklich nirgendwo. Aber das sind die Härtner, die ziehen das knallhart durch, die kennen dann nichts. So, wir sind aber wesentlich zu hoch, gell? 18. 18? 18. Ah, sehr gut. In der Mine Kohle suchend. Also, suche fröhlich. Ich bin in meiner Mine und baue mir eine neue Hacke. Hep, hep, hep. Dann bist du Gorilla im Hauptgang, ja? Und ich bin in den kleinen Nebengang abgedriftet. Ah, da vorne ist er ja. Und klöppelt herum. Spitze. Was sind das für Geräusche? Warum mag ich die nicht? Ach, das ist das Gorilla-Geräusch. Ha! Ein Gorilla im Nebel. Und habe ich es geschafft, mein Zeug oben liegen zu lassen, ja? Und ich habe auch, so wie ich es hier sehe, überhaupt kein Eisen am Start. Gorilla, hast du nicht ein bisschen Eisen eingepackt und kannst hier in den Ofen ein bisschen Eisen reinlegen? Und ich lege ein bisschen Kohle rein. Kriegen wir das nicht in Wien? Nein. Ganz ehrlich, ich baue mir eine blöde Goldpickaxt, wenn das so weitergeht. Das sind aber keine Zombies, die Geräusche. Nee. Das ist ein Gorilla, das ist ein klares Gorilla-Grummeln. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist ein Gorilla-Grummeln. Ich baue mir jetzt für den schnellen Verbrauch eine schöne Goldpicke,
Die wird so lange benutzt, bis ich ein bisschen Silber rauskriege. Ein dreiköpfiger Gorilla! Was können wir da nochmal reinpacken? Eigentlich momentan gar nichts. Ach, diesen blöden Redstone Dust, den brauche ich auch überhaupt nicht. Oh, Gold sind dazu gekommen. Und wir können... Eins brauchen wir noch. Und dann sind wir startklar. Wie kriege ich die in die Hand? Kannst du die aus dem Ofen raus? Oh, da ist Eisen dazu gekommen. Ist doch traumhaft. Eins noch. Das ist aber nett. Das ist so kooperativ dann auf einmal, dieses Spiel. Ha! Und... Man könnte doch eigentlich sowieso... Ihr wisst, ich bin der Held der Truhen und Öfen und... wer ist der andere Käse? Truhen. Truhen, Öfen und Crafting-Boxen. Und deswegen muss hier immer irgendwas hingelegt werden. Ganz sicher. Damit man irgendwo immer irgendetwas finden kann, was man gerade noch braucht. So machen wir es. Gorillas können Diamanten droppen. Ja, es wäre sowas von hilfreich. So, und jetzt gehen wir nochmal wieder auf unsere richtige Arbeitshöhe. Schaffen hier mal ein bisschen was und sind irgendwie happy mit der Welt. Wo sind wir jetzt? 14, 3 wollen wir noch runter. 1... 2 und 3 und hier sind wir wieder beste Dinge unterwegs. Was, warum das, ja du mit Minecraft, ich meine für die, sagen wir mal, für die Oldschool-Spieler von Lego ist die Minecraft-Welt von Lego ja ein Traum, da ja normale Blöcke benutzt werden. Das, glaube ich, war aber nicht Legos Intention, sondern sie wollten einfach nur eine starke Lizenz haben, wie ja immer. Das ist das, worum es Lego hauptsächlich geht. Das war, also für mich als Bricklink-Händler war Minecraft ein absolutes Fest. Also das waren die besten Sets zum Ausschlachten. Ich meine, schaut euch mal die Berghöhle an, was die für einen Teilewert hat. Das ist unfassbar gewesen. Und ich glaube, für viele war es auf der einen Seite, ich habe genug Kinder in der Nachbarschaft, die haben eine Bildschirmzeit, eine festgeschriebene. Und wenn die abgelaufen ist, ist nicht mehr. Aber dann Minecraft per Lego weiterspielen, hat funktioniert. Durften sie. Und dann konnte man so dieses... Kinder, aber auch manche Erwachsene haben ja eine Hardcore-Leidenschaft, das zu machen. Ich habe das dann später bei denen, wenn sie ein bisschen älter geworden sind, mit Fortnite erlebt. Die wollten das spielen, das waren körperliche Schmerzen, wenn die das nicht spielen durften, weil die Eltern gesagt haben, das ist Schwachsinn, das zockst du nicht. Oder sie hatten keinen Rechner oder irgend sowas und oder was weiß ich, irgendeine Konsole, was weiß ich, mit was die